Präsident, meine Herren Richter. Der Angeklagte Fritzsche hat sich gestern am Schluss der Sitzung darüber geäußert, wie er verfolgten Personen geholfen hat im Rahmen der bescheidenen, ihm gegebenen Möglichkeiten. Um dieses Thema abzuschließen, biete ich dem Gericht an, mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft, zunächst als Fritzsche Exhibit Nummer 6 eine eidesstattliche Versicherung des Grafen Westarp, die in meinem Dokumentenbuch auf Seiten 23 bis 25, Dokumentenbuch 2, auf Seiten 23 bis 25 zu finden ist. Mit Datum vom 15. Juni 1946. Ich bitte vom Inhalt amtlich Kenntnis zu nehmen. Ferner biete ich als Beweismittel dem Gericht an, eine weitere eidesstattliche Versicherung als Fritzsche Exhibit Nummer 8 von einer Frau Krüger, Berlin. Dieselbe befindet sich noch nicht in meinen Dokumentenbüchern. Sie ist aber im Original von dieser Frau Krüger sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache abgegeben worden. Beide Ausfertigungen sind notariell beglaubigt. Ich verweise auch auf den Inhalt, insbesondere auf die beiden letzten Absätze. Aus dem vorletzten Absatz ergibt sich, dass die Frau Krüger vom Einzelfall ausgehend auch allgemeine Kenntnis über diese Tätigkeit des Angeklagten Fritzsche hat. Und der letzte Absatz ist ganz interessant. Er betrifft die Lebenshaltung des Angeklagten Fritzsche. Ich verweise auch hier im Übrigen nur auf den gesamten Inhalt und bitte, davon amtlich Kenntnis zu nehmen. Schließlich verweise ich in diesem Zusammenhang auf die bereits mehrfach zitierte eidesstattliche Versicherung des Dr. Scharping, Fritzsche Exhibit Nummer 2, Dokumentenbuch Fritzsche 2, Seiten 6 bis 15. Ich beziehe mich hier insbesondere auf die Seiten 13 unten und 14 oben. Herr Fritzsche, zu diesem Thema noch zwei allgemeine Fragen. Haben Sie denn in der letzten Zeit des Krieges nicht versucht, etwas über das Gesamtschicksal der Juden zu erfahren? Ja, ich nutzte eine Gelegenheit aus, über die ich an anderer Stelle noch kurz sprechen werde. Ich fragte Mitarbeiter des Obergruppenführer Glücks in Oranienburg, Sachsenhausen, nach den Juden. Die Antwort war ganz kurz zusammengefasst: Die Juden stünden unter dem besonderen Schutz des Reichsführers SS. Dieser wünsche, mit ihnen ein politisches Geschäft zu machen.
Er sehe sie als eine Art von Geiseln an. Und er habe den Wunsch, dass ihnen nicht ein Haar gekrümmt werde. Es ist in diesem Prozess von mehreren Zeugen der Anklagebehörde behauptet worden, dass die deutsche Öffentlichkeit von den Mordtaten gewusst hätte. Ich frage gerade Sie als Journalist, der im nationalsozialistischen Staat arbeitete. Wie war nach Ihrer Kenntnis und Beobachtung das Verhalten der breiten Masse des deutschen Volkes zu den Juden? Wusste das Volk vom Mord an den Juden? Kurz, bitte. Unter Fortlassung aller der Dinge, die in diesem Prozess schon erwähnt wurden, möchte ich nur einige Beobachtungen erwähnen, die mir wichtig erscheinen. Ich übergehe die bereits geschilderte Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg, in der gewisse antisemitische Gefühle in Deutschland populär waren. Ich möchte nur feststellen, dass im Jahre 1933 bei dem Judenboykott, den die NSDAP veranstaltete, sich die Sympathien des deutschen Volkes offen wieder den Juden zuwandten. Durch Jahre hindurch versuchte die Partei erbittert, das Publikum vom Einkauf in jüdischen Geschäften abzuhalten. Schließlich geschah das sogar mit Strafandrohungen. Einen tiefen und entscheidenden Einschnitt in dieser Entwicklung bedeutete der Erlass der Nürnberger Gesetze. Durch sie wurde zum ersten Mal der Kampf gegen die Juden von dem Boden der Agitation weggezogen, also der Agitation, von der man sich noch distanzieren konnte, und wurde geschoben auf den Boden der Staatspolitik. Es ging damals ein tiefes Erschrecken durch das deutsche Volk, weil nun eine Spaltung bis in die einzelnen Familien hinein auftrat. Damals entstanden viele menschliche Tragödien, die vielen, eigentlich allen, sichtbar waren. Und es gab für diese Rassengesetze nur eine Rechtfertigung, eine Entschuldigung, eine Erklärung. Das war die Behauptung und der Gedanke: Nun, dann wird durch die, wenn auch unter Schmerzen, jetzt vorgenommene Trennung der beiden Völker nun endlich der wilden und ungezügelten Agitation ein Ende gemacht. Und es entsteht in der Trennung ein Friede da, wo bisher Friedlosigkeit herrschte. Als die Juden das Abzeichen eines Sterns tragen mussten, als ihnen zum Beispiel in Berlin die Benutzung von Witz
Sitzplätzen in der Straßenbahn verboten wurde, da nahm das deutsche Publikum demonstrativ Partei für die Juden und immer wieder kam es vor, dass ostentativ dann Judenplatz angeboten wurde. Ich habe mehrere Äußerungen von Dr. Goebbels hierüber gehört, der über diese ungewollte Wirkung der Kennzeichnung der Juden äußerst erbittert war. Ich bin als ein Journalist, der in jener Zeit gearbeitet hat, der festen Überzeugung, das deutsche Volk kannte den Massenmord an den Juden nicht. Was auch immer an Behauptungen aufgestellt wurde, das waren Gerüchte. Und was an Nachrichten in das deutsche Volk hineindrang von außen, das wurde amtlich immer und immer wieder dementiert. Ich kann, weil mir gerade diese Unterlagen fehlen, aus dem Gedächtnis nicht mehr einzelne Dementis zitieren. Aber an einen Fall erinnere ich mich mit besonderer Deutlichkeit. Es war der Augenblick, als von russischer Seite nach der Wiedereroberung von Charkow dort ein Prozess veranstaltet wurde, in dem zum ersten Mal gesprochen wurde von Tötung mit Gas. Ich lief mit diesen Berichten zu Dr. Goebbels und fragte ihn, wie es damit stünde. Er erklärte, er wolle die Sache untersuchen. Er wolle sie mit Himmler besprechen und mit Hitler. Am nächsten Tage kündigte er mir ein Dementi an. Dieses Dementi wurde dann nicht öffentlich ausgegeben. Und zwar mit der Begründung, man wünsche in einem deutschen Prozess die Dinge, die da klargestellt werden müssen, noch deutlicher zu machen. Ganz ausdrücklich aber ist mir von Dr. Goebbels erklärt worden, die Gaswagen, die in dem russischen Prozess erwähnt worden wären, wären ein reines Produkt der Fantasie. Es gäbe keine tatsächliche Unterlage dafür. Nicht umsonst wurden die an der Durchführung des Mordes Beteiligten unter dem Befehl des strengsten Stillschweigens gestellt. Hätte das deutsche Volk von dem Massenmord erfahren, es hätte Hitler sicher die Gefolgschaft versagt. Vielleicht hätte es für einen Sieg 5 Millionen Gefallene geopfert. Niemals aber hätte es auch einen Sieg erkaufen wollen mit einem Mord an 5 Millionen. Und ich möchte noch erklären, dieser Mordbefehl Hitlers erscheint mir das Ende jeder Rassentheorie, jeder Rassenphilosophie und jeder Rassenpropaganda. Denn nach dieser Katastrophe
würde jede weitere Vertretung der Rassenlehre gleichbedeutend sein mit der intellektuellen Urheberschaft an einem neuen Mord. Eine Ideologie, in deren Namen 5 Millionen Menschen ermordet wurden, darf ja nicht überleben. Ich komme nun zu einem anderen Thema. Ihnen ist von der Anklage vorgeworfen worden, dass Sie zu Gräueltaten aufgereizt hätten und dass die Resultate Ihrer Propaganda sich auf jeden Gesichtspunkt der Verschwörung erstreckten. Einschließlich des abnormalen und unmenschlichen Verhaltens. So muss ich Sie also auch zu dem Komplex der Konzentrationslager befragen. War Ihnen die Existenz der Konzentrationslager bekannt? Ja, die Tatsache Ihrer Gründung wurde veröffentlicht. Ich glaube, 1933. Und die KZs wurden später mehrfach in amtlichen Veröffentlichungen erwähnt. Was war nach Ihrer damaligen Ansicht der Zweck dieser Lager? Nach meiner Erinnerung wurde angegeben, in diese Lager sollten diejenigen gebracht werden, die nicht abzuhalten waren von einer aktiven Arbeit gegen den neuen Staat. Sie wurden erklärt, mit der anormalen innerpolitischen Lage eine ohnmächtige Mitte, zwei starke extreme Parteien, von denen nun eine zur Regierung gekommen war. Die gesetzliche Grundlage wurde geschaffen. Erst später hieß es, dass auch Gewohnheitsverbrecher in die KZs gebracht würden, um rückfällige Verbrechen, Rückfallverbrechen zu verhindern. Wussten Sie etwas über die Zahl der Konzentrationslager, die im Laufe der Zeit geschaffen wurden? Vor dem Kriege hatte ich gehört von 3 Lagern. Im Kriege vermutete ich 5 bis 6. Die hier gezeigte Karte von einer Vielzahl von Lagern war für mich eine große Überraschung. Wussten Sie etwas über die Zahl der Häftlinge in diesen Lagern? Nichts Genaues. Zu Anfang des Krieges sprachen Auslandsmeldungen von Millionenzahlen von Häftlingen. Da bat ich zusammen mit einigen Journalisten den Obergruppenführer Heydrich vor in- und ausländischer Presse zu sprechen und sich für eine Diskussion zur Verfügung zu stellen. Er tat das. Er gab nach meiner Erinnerung keine absolute Zahl der Häftlinge an, aber er zog einen Vergleich zu den Insassen der Gefängnisse und Zuchthäuser in früherer Zeit. Und dieser Vergleich erschien nicht beunruhigend. Es war,
im Winter 1940 oder 41. Setzen Sie keinen Zweifel in die Richtigkeit dieser Tat? Damals nicht. Wussten Sie etwas darüber, wie es in den KZs zuging? Haben Sie einen Menschen gesprochen, der in einem Lager war? Jawohl, schon 1933 oder 34 sprach ich einen Journalisten, der einige Wochen in dem KZ Oranienburg, dem alten Lager Oranienburg, gewesen war. Er berichtete, er sei nicht selbst gequält worden, aber er hätte gesehen und gehört, wie andere verprügelt wurden und wie ihnen absichtlich Finger in der Tür eingeklemmt wurden. Haben Sie diese Mitteilung einfach hingenommen und auf sich beruhen lassen? Im Gegenteil, ich habe Lärm geschlagen. Der Journalist, er hieß nach meiner Erinnerung Stolzenberg, wünschte selbst nicht genannt zu werden. Ich schrieb drei Briefe. Einen an Dr. Goebbels, der mir sagen ließ, er werde sich der Sache annehmen. Und je einen an Frick als Innenminister und Göring als preußischen Ministerpräsidenten. Von beiden Stellen riefen dann höhere Beamte an und erklärten, es sei eine Untersuchung im Gange. Ganz kurze Zeit später hörte ich, dass dieses alte Lager Oranienburg aufgelöst wurde, dass der Kommandant zum Tode verurteilt worden sei. Eine Mitteilung, die ich von einem Herrn von Lützow erhielt, dem Pressereferenten des damaligen Leiters der Staatspolizei Diels oder Diel. Haben Sie nach diesem ersten Erfolg eines Protestes gegen Misshandlungen weitere Mitteilungen erhalten über Gräueltaten in den Konzentrationslagern? Nein, weitere Mitteilungen über Misshandlungen habe ich nicht erhalten. Dagegen habe ich oft Nachfrage gehalten. Bei einzelnen Personen der Gestapo oder der Pressestelle des Reichsführers SS. Alle von mir Befragten erklärten Folgendes. Schweinereien seien nur vorgekommen in der ersten Zeit. Also gleich 1933 oder Anfang 1934, als die KZs von SA-Leuten ohne Beruf bewacht wurden, also denjenigen Angehörigen der SA, die einen ganzen Tag zur Verfügung standen. Darunter seien oft nicht die besten Elemente gewesen. Es wurde mir weiter erklärt, dass der 30. Juni
in diesen Zuständen eine Reinigung bedeutet hätte. Der 30. Juni hätte eine Beseitigung der Gauleiter und der SA-Führer gebracht, die ihre Macht missbraucht hatten. Nun, so wurde schließlich erklärt, seien die KZs bewacht von SS, die hauptberufliche Wächter eingestellt habe, hauptberufliche Verwalter, berufsmäßiges Kriminalpersonal, berufsmäßige Kriminalbeamte und Gefängnisaufsichtspersonal. Das sei eine Garantie gegen Missbräuche. Haben Sie sich nach einzelnen Personen erkundigt, die in einem KZ saßen? Natürlich nach so bekannten Persönlichkeiten wie Pfarrer Niemöller oder Schuschnigg habe ich mich erkundigt. Oder nach dem verhafteten Privatsekretär von Hess, Leitgen. Immer erhielt ich beruhigende Auskünfte. Nun, das mögen Ausnahmefälle bei bekannten und prominenten Personen sein. Haben Sie nicht mit anderen Leuten aus einem Konzentrationslager zu sprechen versucht? Ja, im April 1942 begegnete mir ein früherer Funktionär der Kommunistischen Partei namens Reintgen. Mit ihm war ich ein halbes Jahr als Soldat zusammen. Er berichtete deshalb völlig offen und rückhaltlos. Er schilderte, er sei 1933 durch Schläge auf den Rücken misshandelt worden. Später nicht mehr. Das stimmte mit meinen Beobachtungen überein. Haben Sie selbst KZs besucht? Nein, innerhalb der Umzäunung eines Konzentrationslagers bin ich niemals gewesen. Dagegen war ich mehrfach im Winter 1944-45 in den Verwaltungsgebäuden in der Nähe des Lagers Oranienburg-Sachsenhausen. Außerdem sprach ich, so oft wie es mir nur irgend möglich war, mit Häftlingen, dann, wenn ich diese auf dem Marsch oder irgendwo bei der Arbeit sah. Mit wem sprachen Sie in Oranienburg? Mit einem Mitarbeiter des Obergruppenführers Glücks. Zweimal auch mit diesem selbst. Sie sagten, die Auslandsberichte über grausame Behandlung seien falsch. Die Behandlung sei nicht nur menschlich, sondern ausgesprochen gut. Da die Häftlinge doch wertvolle Arbeitskräfte darstellten. Ich habe länger gesprochen über die Arbeitszeit. Deshalb, weil damals gerade ein etwas törichter Erlass herausgekommen war über eine Verlängerung aller Arbeitszeiten.
Die Stellungnahme von Glücks war sehr vernünftig, nämlich die, dass eine längere Arbeitszeit nicht etwa mehr Arbeit erbringe. Deshalb sei es bei einer Arbeitszeit von 8 bis 10 Stunden täglich geblieben. Von Vernichtung durch Arbeit sprach er nichts. Von ihr habe ich im Gerichtssaal zum ersten Mal gehört. Und wie war das mit Ihren Fragen an die Häftlinge direkt? Nun, zunächst fuhr immer ein Aufseher dazwischen und dann zeigte sich naturgemäß ein tiefes Misstrauen auf der Seite der Häftlinge. Aber schließlich erhielt ich immer auf sachliche Fragen auch sachliche Antworten. Und deren Inhalt, ganz kurz zusammengefasst, war immer wieder der, ihre Verhaftung sei ungerecht, ihr Essen sei eigentlich besser als im Gefängnis. Oft hörte ich den Satz, dann sind wir wenigstens nicht Soldaten. Und bei den Aufsehern sah ich als Waffe immer nur Gewehr oder Revolver. Schlaginstrumente habe ich nicht gesehen. Haben Sie nicht auch hier bei den Konzentrationslagern immer neues Misstrauen geschöpft aus den Rundfunksendungen des Auslandes? Lange Zeit nicht, und zwar aus Gründen, die ich hier gestern schon schilderte. Erst im April 1945 kamen die Berichte von englischen Parlamentariern über den Fall Buchenwald. Aber dieser Fall liegt so spät, dass ich die Einzelheiten der Vorfälle, die sich dabei abspielten, im Propagandaministerium im Interesse der Kürze wohl nicht erwähnen sollte. Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass doch zweifellos Verbrechen und Misshandlungen übelster Art in den Konzentrationslagern vorgekommen sind? Ich stehe da vor einem schrecklichen Rätsel, seit ich in der Gefangenschaft die ersten zuverlässigen Mitteilungen darüber hörte. Nur ein Teil der furchtbaren Zustände, die man vorfand, ist zu erklären durch Stockung des Verkehrs bei Kriegsende. Der Rest ist mehr als genug. Es hat offenbar der Befehl zur geheimen Massentötung von Menschen diejenigen in unvorstellbarer Weise verrohen lassen, die mit seiner Ausführung beschäftigt waren. I don't know that his explanation has any evidential value for us, and we've heard all about this matter already. I mean, he's given us his explanation of why he says he didn't know. Herr Präsident, ich habe nur noch zwei Fragen an den Angeklagten. Herr Fritsche, es ist hier gesagt worden, dass die Zustände in den Konzentrationslagern dem deutschen Volk allgemein bekannt gewesen seien. Wollen Sie uns auch hierzu als Journalist
Ihre begründete Stellungnahme mitteilen. Well, hasn't he told us that already? Nein, das hat... Verzeihung, Herr Präsident. Darüber hat er sich geäußert bei der Misshandlung und Vernichtung von Juden. Bei der Extermination der Juden. Da hatte ich ihn gefragt. Well, I don't think he's... If you're asking him what his opinion as a journalist was, I don't think that's got any importance to us. Ich wäre dankbar, Herr Präsident, es ist meine vorletzte Frage, wenn Sie dieselbe zulassen würden. Ich erwarte von dem Angeklagten eine Antwort, die geeignet ist, dem Gericht bei der Urteilsfindung zu helfen. Well, what do you want his opinion as a journalist about? It's about why the Germans. Der Angeklagte Fritsche will hier einige Äußerungen wiedergeben, zum Beispiel des Dr. Goebbels. Right, you may ask the question. Die letzte. Hatten Sie die Frage verstanden? Ich glaube, dass hier eine Verwechslung vorgekommen ist. Insofern, als ich Äußerungen von Dr. Goebbels nicht zu diesem Komplex zu sagen vermag, sondern zu einem letzten Konflikt, zu einem letzten Komplex, der mir wichtiger erscheint als diese vorletzte Frage. Immerhin bitte ich Sie, sich ganz kurz zu meiner Frage zu äußern. Soll ich sie wiederholen? Danke. Ich möchte auch hier nur kurz auf das verweisen, was ich schon im Zusammenhang mit den Mordtaten gesagt habe. Es gab viele Gerüchte, aber diese Gerüchte wurden dementiert. Es lag zweifellos ein eiserner Ring des Schweigens um diese Schrecknisse. Und wichtig erscheint mir aus meinem Arbeitskreis nur die Beobachtung, dass es im Reichssicherheitshauptamt und einigen von dessen Abteilungen Stellen gegeben haben muss, die systematisch dafür arbeiteten, diese Gräueltaten zu verheimlichen, zu verbergen und beruhigende Erklärungen und Dementis gegenüber den Stellen abzugeben, die die Öffentlichkeit vertraten. Ich stelle nunmehr eine letzte zusammenfassende Frage. Sie haben sich bei Ihrer Vernehmung durch mich über Hitler und seine Politik erheblich anders geäußert als früher in Ihren Rundfunkansprachen und so weiter. Können Sie in ganz wenigen Sätzen den Zeitpunkt und die Ursache Ihrer Meinungsänderung angeben? Ich bitte, dies ganz präzise tun zu dürfen. Die erste Station auf dem Wege dieser Erkenntnis war nicht die deutsche Niederlage, denn Recht oder Unrecht ist unabhängig von Sieg oder Niederlage. Es war die Tatsache, dass Hitler diese Niederlage noch zur Selbstvernichtung des deutschen Volkes machen wollte. Wie Speer dies jetzt in furchtbarer Weise bestätigt hat und wie ich es im letzten Kampfabschnitt in Berlin beobachten konnte,
als unter der Vorspiegelung einer falschen Hoffnung 15, 14, 13, 12-jährige Jungen ausgerüstet wurden mit Handfeuerwaffen gegen Panzer und zum Kampf aufgerufen wurden. Jungen, die vielleicht eine Hoffnung für einen Wiederaufbau gewesen wären. Hitler flüchtete in den Tod und hinterließ den Befehl, weiterzukämpfen. Er hinterließ ebenfalls die amtliche Nachricht, dass er im Kampf gefallen sei. Ich erfuhr, dass er Selbstmord begangen hatte. Und so war meine letzte Publikation am 2. Mai 1945 die Mitteilung dieses Selbstmords, denn ich wollte die Bildung einer Hitler-Legende im Keim ersticken. Ich hörte dann in der Gefangenschaft von einem mitgefangenen deutschen Major, Name Kfrohner, dass er von der Gestapo verhaftet wurde zur Erzielung eines Geständnisses gefoltert wurde, ja, dass man vor seinen Augen seine Frau verprügelte. Das war die zweite Station. Die dritte Station bedeutete ein anderer Mitgefangener, der ja weltbekannte Geograf General Niedermeyer, der mir den Nachweis erbrachte, dass die von Hitler gegebene Begründung des Angriffs auf Russland falsch war, mindestens in einem wichtigen Teil. Er konnte mir nach einer Unterredung mit dem Dolmetscher sagen, dass Molotow in der entscheidenden Unterredung mit Ribbentrop 1941 keineswegs neue Forderungen gestellt hatte, sondern vielmehr nur die Verwirklichung der 1939 gegebenen Zusicherungen verlangte. Damit entfiel ein Teil der Gründe für die Behauptung, dass unser Angriff gegen Russland einem Angriff Russlands zuvorkam. Die vierte Station war der hier im Gerichtssaal erbrachte Nachweis für den 5-Millionen-Mord an den Juden. Ich habe mich über ihn bereits geäußert. Ich halte es nur für meine Pflicht, noch eine Äußerung zu bekunden, die Dr. Goebbels in meiner Anwesenheit am Sonnabend, dem 21. April 1945 tat. Dr. Goebbels sagte im Zustand äußerster Erregung, über den letzten entscheidenden Durchbruch der Russen bei Berlin folgendes. Nun, das deutsche Volk hat es ja nicht anders gewollt. Es entschied sich ja im Rahmen der Volksabstimmung
über den Austritt aus dem Völkerbund. Mit großer Mehrheit gegen eine Politik der Nachgiebigkeit und für eine Politik der Ehre und des Wagemuts. So hat, so schloss Dr. Goebbels, so hat das deutsche Volk selbst den Krieg gewählt, den es jetzt verloren hat. Das waren die letzten Worte, die ich von Dr. Goebbels hörte. Und diese Worte sind unwahr. Ich erkläre unter meinem Eid, niemals vorher hatte Dr. Goebbels jener Volksabstimmung eine solche Bedeutung gegeben. Niemals hatte er ihr einen solchen Sinn unterlegt. Das genaue Gegenteil war der Fall. Dem deutschen Volk ist gerade bei dieser Volksabstimmung ausdrücklich noch einmal eine feierliche Versicherung des Friedenswillens Hitlers und seiner Mitarbeiter gegeben worden. Hiernach steht für mich fest, dass Hitler und mindestens einige seiner Mitarbeiter das Volk in einigen entscheidenden Punkten, einigen Ausgangspunkten ihrer Politik bewusst belogen haben und, was für die Geschichte nicht so wichtig ist, ich persönlich fühle mich in diesen Punkten ebenfalls belogen. Herr Präsident, ich habe keine Frage mehr an den Angeklagten Fritsche. Do any of the defendants, counsel, want to ask any questions?